drei Geräte, Multiversity-Security, für einmal kurz jubeln. So schnell geht das. Schon gewonnen. Macht Spaß hier, oder? Hallo. Ja, herzlich willkommen hier in Halle, was sind wir? Sechs? Halle 6, hier auf dem Stand von ESET. Wir bieten an Lösungen zur IT-Sicherheit. Wir schützen Ihre Unternehmensnetzwerke, Ihre Rechner, Ihre Clients, Ihre Smartphones. Und hier müssen wir einen tollen Vortrag geben. Von Mike Wettel, der Ihnen so ein komplettes, eine komplette Bandbreite von Lösungen hier vorschlagen wird, wie man sich schützen kann. Vorher, traditionell hier bei ESET zaubern wir ein bisschen. Mögt ihr Zauberei? Ja. Wenn ja, müsst ihr weiter nach vorne kommen. Denn das, was ich jetzt mache, so ganz kleinteilig erstmal. Du hast gerade ja angerufen, richtig? Ja. Kennt ihr die Spielkarten aus? Ja. Ja, brauchen wir hier. Was soll ich denn mal? Sollen wir deine nehmen? Ja, aber. Nee, nehmen wir nur meine, sonst geht das nicht. Also, mir ist egal. Können wir meine nehmen? Ist egal. Deine Aufgabe ist jetzt gleich hier von all diesen Karten irgendeinen auszuwählen, ja? Und vielleicht tippst du mit dem Zeigefinger mal irgendwo drauf, am besten tipp irgendwo drauf. Die soll es sein? Ja. Ja. Ist es eine freie Entscheidung gewesen? Du hast dich frei entschieden für diese Karte. Ja. Bist du sicher? Ich nehme die oder die oder die? Ja. Bist du ganz sicher? Das, du hast dich frei entschieden. Ich habe dich nicht irgendwie... Okay, nimm die Karte mal raus, schau sie dir kurz an, zeig sie vielleicht allen nochmal. Allen zeigen, also mir nicht. Okay, jetzt legst du sie wieder drauf. Zurücklegen. Ja. Ich habe dich nicht beeinflusst, oder? Du hast die Karte frei ausgewählt. Stimmt nicht. Ich habe dich voll beeinflusst. Die Karte, die du gerade genommen hast, war von der Rückseite markiert. Da war so eine Markierung drauf, dass du genau die nimmst. Willst du die Markierung mal sehen? Pass auf. Ich wette das immer auf. Und hier ist nämlich eine Karte. Irgendwo mit einer Markierung. Jetzt habe ich aber das falsch gemacht, glaube ich. Scheiße. ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja gut, das ist live. Wir fangen mal von vorne. Kannst die Kamera mal kurz ausmachen? dieses Pfeil bitte löschen. Ich habe hier gerade irgendwie totalen Käse gemacht. Egal. Ich guck weg. Achtung, ich guck wieder. Ich nehme jetzt diese Karte und ich werde jetzt auf magische Weise herausfinden, um welche Karte sich hier handelt. Das Ganze ohne faule Tricks. Also keine Spiegel da hinten, keine Markierung auf der Rückseite. Absolut faire Bedingungen, der Stark, oder? Nein, war nur Spaß. Wir fangen jetzt dann richtig an, wenn du bitte mal auf diese Pik 5 ganz groß quer drüber deinen Namen geschrieben hast. Ganz groß. Wie heißt du? Henning. Henning, richtig. Sehr gut. Und darunter dann bitte noch die letzten vier Ziffern deiner PIN-Nummer. So, mach mal geschaut. Das ist mein Edding. Danke, Henning. Ah. Toll, Henning. Super. Ja, jetzt, ich hatte gewinnt. Achtung, Henning, ist das deine Handschrift? Ja. Definitiv 100%? Ja. Da hast du gerade vor etwa 20 Zeugen mein nagelneues Kartenspiel ruiniert. Vielen Dank. Ja. Okay, jetzt geht's endlich los. Hennings Karte kommt in das Spiel zurück und du musst sie gleich wiederfinden. Hast du die Stelle gemerkt? Ganz grob, oben, Mitte oder unten? Weiter unten. Weiter unten. Henning, du musst besser aufpassen. Die oberste Karte ist eine Pik 5, da steht der Name drauf. Geht zu schnell? Soll ich nochmal langsam machen? Ja. Wo kommst du her? Also wo? Münsterland. Wie hieß der Ort eben? Ahorst. Gibt es da Elektrostrom? So, ja, ja, gibt's. Okay, kennst du alles. Ich mach's dann ganz langsam für dich, ja? Achtung, Henning, deine Karte. Komm langsam und fähig. Mach's von vorne mit spitzen Fingern in die Mitte spielst. Ab jetzt gut aufpassen, dass keiner meiner Finger die Hand verlässt. Immer auf die Karte von Henning, nie in meine Augen. Und ganz wichtig, du musst dich erinnern, wie die Karte von vorne aussieht. Weißt du es noch? Weißt du, welches ist deine Karte? Weißt du noch? Ich sag's dir. Ist eine Pik 5, steht dein Name drauf. Langweilig, oder? Die schenke ich dir. Deine Glückskarte kannst du behalten. Wir machen hier weiter mit der nächsten Verlosung. Wer möchte noch was gewinnen? Oh, wird da geklatscht? Schon gewonnen. Eine Vollversion. Eine Einladung-Test für drei Geräte. Wie spät haben wir es? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, 5 Minuten. 5 Minuten haben wir noch. Wir zaubern noch 5 Minuten. Dann geht es endlich los mit einem tollen Vortrag. Mit dem schönen Namen. Eine Lösung für jedes Problem. Lohnt auf jeden Fall zuzuhören. Macht Riesenspaß, verspreche ich euch. Aber vorher zeige ich noch einen kleinen Klassiker. Kommt ruhig näher ran, ihr seht dann mehr. Wie bitte? All das weitsichtig, aber nicht so schlimm. So alt bist du gar nicht. Nehmt mal hier Platz. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Alle, die jetzt noch stehen. Heute Abend habt ihr Plattfüße. Ein Tag Messe ist unerträglich. Ihr werdet froh sein, wenn ihr zwischendurch irgendwo gesessen habt. Also, nehmt ruhig Platz. Du magst mich nicht, oder? Also, ein Klassiker der Zauberkunst, das berühmte zerschnittene und wiederhergestellte Seil. Was fehlt dafür? Was braucht man noch? Nein, eine Schere. Und jetzt kommt die knifflige Frage, wofür braucht man die Schere?
um das Seil durchzuschneiden. Du Schlaumeier, leider falsch. Man braucht die Schere, um sie aufzufädeln. Dann lässt man sie nach unten fallen, Vorsicht Füße, und findet so nach unten mittels Schwerkraft die Seilmitte. Das hier ist die Seilmitte, die haben wir jetzt gefunden. Das heißt, die Schere hat ihre Aufgabe erfüllt, die brauchen wir nicht mehr, die lege ich mal. Damit haben wir schon mal zwei Seile mit. Ging zu schnell? Sollen wir von vorne anfangen? Ja, ne? Geht aber nicht, ich habe schon zwei Seile. Um von vorne anzufangen, brauche ich statt der zwei Seile mit vier Enden, ein Seil mit zwei Enden. Das sieht so aus, wir fangen von vorne an. Danke sehr, vielen Dank, danke, danke. Sie klappt schon nicht für jeden, ne? Sie wollen jetzt wissen, wie das Ganze geht. Sie alle wollen vermutlich wissen, wie es geht. Ich sehe es in Ihren Blicken. Und ich gebe Ihnen allen einen kleinen Tipp, einen Hinweis gebe ich. Achten Sie immer auf die Seile Enden, denn dort passiert es. Und damit es Ihnen leichter fällt, den Seile Enden mit den Augen zu folgen, schlage ich vor, ich nehme die mal runter. Dann sehen Sie den mal gut, ja? Steckt die hier vielleicht mal so in die Brusttasche, dann können Sie die Seile Enden immer gut sehen. Dann habe ich hier ein Seil ohne Enden und das ist auch keine gute Idee. Also nehme ich die Seile Enden wieder zurück und wickel die um diese endlose Seilschlaufe um. So, ich hoffe, die fallen nicht runter. Oh, hey. Wenn die nämlich runterfallen, dann habe ich das falsch gemacht. Na, es geht schon. Danke sehr. Danke, danke. Ja, vielen Dank. Übrigens, alle, die hinten stehen, also alle bis auf die eine Dame, sie sind herzlich eingeladen, hier noch Platz zu nehmen. Wir haben noch freie Plätze. Sie sehen dann erstens mehr und zweitens können sie sich ein bisschen ausruhen. Wir machen erstmal hier weiter mit einer Frage. Oder eher im Hinweis, sollte eines Tages ein Typ vorhin aufkreuzen, der im schwarzen Anzug, schwarzes Hemd, mit so einem roten Seil in der Hand, und der sieht unglaublich gut aus, ne? Ja, witzig, danke, super. Ja, ist das ein Kollege von mir, ein jüngerer, und sollte dieser junge, gut aussehende Kollege dann ein so ein Ende in seine Hand reinstopfen, ja? Dann glaubt bitte bloß nicht, das Ende ist verschwunden, das ist immer noch da. Sie wissen, wo das Ende ist? In der Hand, richtig, ja, genau. Oh. Falsche Hand. Das geht gar nicht, so ein Seil gibt es gar nicht. Darum lasse ich auch dieses Ende hier verschwinden. Dann haben wir da das zweite Ende, da die Seilmitte, damit ein Seil mit zwei Enden und das Spaßchen von vorne. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Bevor es gleich endlich losgeht mit dem Vortrag, noch kurze Erklärung dieses Tricks. Wer möchte wissen, wie das Ganze geht, bitte mal melden. Eins, zwei, fünf, eine ganze Menge. Alle anderen bitte umdrehen. Ja, Sie haben sich nicht gemeldet, genau. Und Sie lachen, Sie haben sich auch nicht gemeldet. Drehen Sie sich bitte um. Nein, schon nicht. Es ist alles Psychologie, Ablenkung. Die Seile enden die Ablenkung, die schlackern immer so rum, da guckt man immer hin, wie so Kaninchen und Schlangen, so, oh, hier schon, oh. Damit ich sie jetzt nicht mehr ablenken kann, stecke ich mal die Seile enden hier in die Hosentasche. Denn die magischen, die wirklich verrückten Dinge geschehen nämlich hier in der Mitte. Denn hier in der Mitte habe ich zwei Enden. In meiner Tasche. Die Mitte. Vielen Dank, danke sehr. Kannst du gerne untersuchen, das normale Seil, kennen wir es hier im Schlaft, hätte ich ja wieder, brauche ich noch. Wer möchte noch eine Tüte haben mit Vollversion? Wollen Sie eine haben? Was ist da drin? Oh ja, hier wird tolle, hochwertige, oh, ganz hochwertige Preise. Die haben jetzt zum Beispiel drin einen hochwertigen Kugelschreiber. Ja, du willst ihn haben, den kannst du haben, genau. Und wir haben hier eine Gummiente drin. Oh. Ja, ich wusste es, warum du hier bist. Und höchstwertig, eine Vollversion. Drei Geräte, ein Jahr, eine Einjahreslizenz, Multi-Device Security. Wer möchte es haben? Die Tüte gehört damit schon mal dir. Und die Lizenz auch. Sehr gerne. Jetzt geht's hier weiter mit das Seil hätte ich gerne wieder, bevor du wehtust. Hier geht's weiter mit Mike Wetzel, der wird dir was erzählen über unsere niegelnagelneuen Produkte. Die sind gerade im Grunde gestern an den Start gegangen. Ich glaube, gestern gab es die Pressemitteilung dazu, dass die jetzt rausgekommen sind. Eine komplette Produktpalette, komplett neu, komplett noch besser, noch schöner, vor allen Dingen für Unternehmen interessant. Ich wünsche viel Spaß mit Mike Wetzel.